Hallo zusammen. So, jetzt habe ich eine kleine Pause gemacht auf meinem YouTube-Channel. Jetzt bin ich aber wieder zurück mit einem weiteren Beitrag zum Thema Umgang mit Angst. Und heute möchte ich über die Todesangst sprechen. Für gewisse ist das vielleicht gerade gar kein Thema, und für andere ist es sehr wohl ein Thema, dass sie Angst haben, am Coronavirus zu sterben oder dass sie Angst haben, dass ihre Liebsten am Coronavirus sterben können. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, wenn jetzt die Angst wirklich übersteigert ist, dass man mit der einen Umgang kriegt, dass man auch diese Angstenergie irgendwie umsetzen oder wieder releasen kann, sei das über Sport, über Meditation, über ein Coaching, über Atmung. Aber es ist, ich finde es eigentlich noch wichtiger, die Angst auch ernst zu nehmen, im Sinne von der Angst wirklich zuzuhören, was sie einem zu sagen hat. Weil jede Emotion ist berechtigt und jede Emotion hat eine Nachricht. Und wenn wir mit Todesangst konfrontiert sind, dann ist es sehr wichtig hinzuhören, was will der Tod uns sagen. Weil wenn man mal die Angst wegnimmt, dann ist der Tod eigentlich ein neutraler Berater. Ein neutraler Berater, der uns an ungelebtes Leben erinnern kann. So ist es vielleicht ein bisschen schöner formuliert, als vom Tod zu sprechen. Der uns daran erinnert, was ist eigentlich wichtig? Wo verschwende ich Zeit? Was muss gesagt werden? Was will verändert werden? Wie würde ich leben, wenn ich auch nicht mehr lange hätte? Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, die man sich regelmäßig stellen sollte. Und zwar nicht in der Angst, sondern wirklich in der neutralen Tatsache, sich der Vergänglichkeit bewusst zu sein. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Wäre ich jetzt damit versöhnt, wenn ich sterben würde? Und ich spreche da aus Erfahrung. Meine Mutter ist ja vor 6 Jahren gestorben an Krebs. Und ein paar Monate nach ihrer Diagnose, die schon final war, habe ich mich mal gefragt, ja, sollte ich diesem Job bleiben? Ich hatte da so einen bequemen Job, der hat gut Geld gebracht, der hat gut ausgesehen in meinem Lebenslauf. Wäre auch gut gewesen, den noch ein bisschen weiterzuführen, weil ich ja vorher viele Jobwechsel hatte. Es hätte ein bisschen Stabilität da in den Lebenslauf gebracht. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, ja, ist es das wert? Vielleicht sterbe ich ja auch in 2 Monaten oder vielleicht kriege ich in 2 Jahren eine Krebsdiagnose. Wäre ich dann froh, ich wäre in dem bequemen Job geblieben, nur weil das gegen außen irgendwie gut aussieht? Oder wäre es besser, einfach wieder mal ins Blaue rauszukündigen und mal zu schauen, was das Leben mir so anspült? Und dann war es plötzlich ziemlich schnell klar, dass ich da rausgehe und ich hatte noch keinen Plan, was dann kommt. Und dann zusammen mit noch ein paar weiteren Puzzlesteinen bin ich jetzt auf dem Weg angelangt, wo ich bin, als Emotionscoach und als Breathwork-Trainerin und ja, der mir extrem viel Spaß macht. Und eben drum, für die, die sehr starke Angst haben vom Tod, den empfehle ich, dem trotzdem zuzuhören. Was ist im Kern die Botschaft? Was gilt es zu verändern? Und die, die gar keine Angst haben vom Tod, auch sich das mit gewisser Regelmäßigkeit zu fragen, wäre ich versöhnt damit, wenn ich jetzt gehen müsste? Und klar, auf gewisse Dinge hat man nicht Einfluss, die kann man nicht gerade ändern, wenn man merkt, ich will Großmutter werden oder ich will jetzt irgendwie heiraten oder so. Da kann man gewisse Dinge nicht beeinflussen oder gewisse nur, wenn man schlechte Kompromisse macht. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo wir einen Einfluss haben. Und wenn wir eben den Tod neben uns herlaufen lassen, der uns immer wieder daran erinnert, was ist unerledigt, was ist ungelebt und wie möchte ich wirklich leben in der begrenzten Zeit, wo ich nicht weiß, wie lange die ist, dann ist das auch echt eine Chance.